Diesmal gehen Armin und ich auf eine Reise. Dafür werfen wir uns in unser Visco-Outfit. Und wir entdecken die wahrscheinlich schönste Stadt der Welt. Aber alles der Reihe nach. Hallo meine Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die A und ich sind gerade vom Münchner Hauptbahnhof, denn wir machen eine kleine Reise mit dem Zug. Aber wohin es geht, das erzählen wir euch jetzt dann gleich. Aber jetzt müssen wir erstmal unseren Zug erwischen. Wir sehen echt noch verschlafen aus. Es ist nämlich erst kurz nach 7 Uhr. Und wir sind viel zu früh für unseren Zug. Hier sollte eigentlich unser Zug stehen, Arvin, aber er steht noch nicht da. Sind wir so früh da? Anscheinend schon, aber wir holen uns noch was zu essen, oder? Ja. Ja. So, also wir haben jetzt Brezeln mit Butter, Melone, zwei Schokomuffins und gefüllte Brötchen. Also ich glaube, damit kommen wir jetzt durch. Und zu trinken haben wir auch noch mit. Das sollte reichen. Naja, dann gehen wir halt mal zu unserem Bahnsteig. Ein wenig Ablenkung bekommen wir von einem Mädchen, das uns von YouTube kennt. Bist du am Autogramm, Karte? Oh, jetzt ist es mir. Wo fährt ihr hin? Nach Wien? Nee, nach Paris. Paris? Wow. Danke. Bis auch mal nach. Tschüss, viel Spaß noch. Ciao. Ja, toll. Werden wir in München auch erkannt? Ja. Ja, es sind hier, glaube ich, 80% oder so unserer Zuschauer aus Deutschland so im Kreis. Und der Rest ist so Österreich und Schweiz sogar auch. Endlich unser Zug. Jetzt aber los. Wir suchen gerade Wagen 4. Das wird noch ein langer Weg. 4. Da müssen wir rein. Holen Sie dafür vorgesehenen Gepäckablagen und halten Sie Ein- und Ausstiegstüren in die Gänge und die Feuerlöscher bitte frei von jeglichen Gepäckstücken. Vielen Dank. Wir haben keine Servietten mitgenommen. Das ist praktisch. So, meine Lieben, es ist wirklich kein Geheimnis mehr, wo wir hinfahren. Und zwar, wir fahren nach Paris, weil wir besuchen dort auch unsere Tante, weil die wohnt dort. Und wir wollen uns dort auch ein bisschen umschauen, weil wir waren beide noch nie in Paris. Also das wird ganz schön aufregend. Und wir können kein Französisch, aber ich glaube, mit Englisch kommt man schon. Bonjour, oui, pardon. Und was heißt nochmal danke? Merci.
Das sind die Wörter, die wir kennen. Und ja, wir werden uns dort ein bisschen umschauen, aber ihr kennt uns ja mittlerweile schon. Und zwar, wenn wir wohin gehen, in die Stadt oder jetzt nach Paris, dann machen wir das immer besonders. Und ihr werdet jetzt bestimmt schon denken, auf Rollschuhen. Aber nein, 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 heute gibt es was Neues. Und zwar, wir gehen durch Paris als Visco Girls. Das ist ein Trend aus Amerika. Eigentlich ist Visco ja eine App zum Fotobearbeiten. Aber nachdem diese Fotobearbeitungs-App so viele verschiedene Filter hat, die sich von den anderen Instagrammern ein bisschen abhebt, haben sich die Leute dann gedacht, gut, machen wir daraus gleich so eine Verwandlung. Und zwar gibt es so ein paar Eigenschaften in den Visco Girls, wo man erkennen kann, ah, das ist ein Visco Girl. Und das zeigen wir euch jetzt. Jedes Visco Girl braucht einen Kanken. Ich glaube, jeder von euch kennt den. Das sind diese Rucksäcke, die es in vielen, vielen verschiedenen Farben gibt. Die sind halt immer so quadratisch geformt. Und da passt doch richtig viel rein. Die Arme jetzt einmal in Türkis und ich einmal in Rosa mit so blauen Henkeln und so. Der nächste Step ist etwas für Visco Girls. Und zwar braucht ihr Longshirts. Also Longshirts sind T-Shirts, also Oversized Shirts heißt es auch. So, ich habe jetzt zum Beispiel eins. Das ist so, wie nennt man das nochmal? Ein Longshirt, das hat so bunte Farbdinge. Das kann man sich auch ganz leicht selber machen. Und ja, das ist halt so ein Oversized Shirt. Es ist sehr schön. Also ich mag das richtig gerne. Und das trägt man. Eigentlich, also es gibt zwei Variationen, diese Shirts zu tragen. Und zwar einmal so normal und einmal mit einem Gürtel. Wir beide tragen es mit dem Gürtel, weil dann sieht das noch so stylischer aus und so. Das ist richtig groß. Das ist ja auch ein Oversized-Shirt. Und da ziehe ich halt immer so eine Shorts an. Ich habe jetzt hier so eine schwarze mit so einem Regenbogen drauf. Und ich sage es gleich, das ist... Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Augsburg. Weiter geht's, und zwar das ist deine, hier nimm mal, die kannst du schon mal zeigen. Es geht weiter mit einer Polaroid-Kamera. Hier in Türkis. Und ich habe sie natürlich wieder in Rosa. Also, nein, die kannst du auch so drin lassen, gell, und Fotos machen. Also ich habe sie in diesem Flamingo-Pink und die Arme in diesem Ice-Blue. Und wir haben auch ganz viele Filme gekauft für Paris, damit wir da ganz schöne Fotos machen können. Weil wir wollten ja auch so eine Fotowand machen. Hier haben wir zum Beispiel einen pinken Filter und einen kunterbunten und ganz normale weiße haben wir auch noch mit. So eine Polaroid-Kamera gehört halt auch irgendwie zum Visco-Sein dazu, weil das ist nicht wie am Handy, dass du 500 Fotos schießen kannst und dann irgendeins aussuchen kannst, weil, keine Ahnung, eins der 500 Fotos ist ja das Schöne dann. Sondern bei der Polaroid-Kamera musst du dir wirklich genau überlegen, was du fotografierst, weil diese Filme sind eigentlich ganz schön teuer und du hast hier nur 10 Bilder, die du damit machen kannst. Und deswegen muss man auch sich wirklich bei jedem Schuss irgendwie Mühe geben und irgendwie schauen, dass das nicht kaputt geht. Weiter geht's, Aaron. Ich zeig dir meine auch gleich. Ich habe Birkenstock. Genau, sie hat weiße Birkenstock, pinke Birkenstock und ich habe weiße Birkenstock. Und Leute, ja, ich weiß, diese Schuhe sehen so riesig aus, aber das sind 38er und ich habe 38er. Und die sind so, das sind sogar 39er. Das nächste, was ihr braucht als Visco Girl, ist eine Hydro Flask. Ich habe genau dieselbe, aber die sitzt da oben in der Tasche noch drin. Aber wir haben uns das in so einem schönen Lila ausgesucht. Es gibt auch noch ganz viele verschiedene Farben. Gelb, Blau, Türkis, Grün, also ganz viele. Aber wir fanden die halt eben am schönsten. Und das braucht man halt eben auch als Visco Girl. Es gibt auch noch von vielen verschiedenen Marken, glaube ich, so eine Hydro Flask. Aber das ist so die originale Visco Girl Flask. Und passend dazu, das nächste ist nämlich sehr wichtig für die Hydro Flask, und zwar sind jede Menge Sticker. Also ich habe richtig viele, hier jetzt mittlerweile, nicht so schön, die sind jetzt gerade vorne, aber da sind halt solche Sticker drin und die beklebt man dann halt immer, alles was man so hat als Visco Girl beklebt man mit Sticker, außer den Rucksack und so. Aber Hydro Flasks werden beklebt, Spiegel werden beklebt, Betten werden beklebt, also alles wird einfach mit Sticker voll
gebombt. Und hier sind noch richtig schöne drin, also zum Beispiel hier so Farb. Das da finde ich auch richtig schön. Falls es niemand erkennt, das ist so eine Welle, die alles wegspült. Dann hier so eine Blume, Sparkle, Rose, Blitz, Sternchen, Memories. Als nächstes braucht ihr einen bestimmten Lippenbalsam, und zwar ist das Carmex. Ich habe ihn einmal in so Kirsche und die Arme hat den Originalen. Warte, darf ich mal den Originalen riechen? Du darfst mal den Kirsche riechen, weil ich habe den Original noch nicht gerochen. Übrigens, ja, den kriegt ihr auch in Österreich. Ich habe zuerst gedacht, dass man den irgendwie bestellen muss aus dem Internet, aber den gibt es wirklich in Österreich. Der riecht richtig gut. Also den gibt es wirklich überall. Wollt ihr auch mal riechen kurz? Das riecht wirklich gut. Und Leute, ich bin nicht dumm, ich weiß, dass ihr es durch die Kamera nicht riechen könnt. Das ist nur ein Spaß. Aber irgendwoher kenne ich den Geruch. Kerze oder so. Sehr gut, ne? Keine Ahnung, der riecht auf jeden Fall sehr gut. Und der ist so kirschig, also so kirschenmäßig. Aber der ist richtig angenehm. Ja. Ich habe gedacht, dass er einen anderen Kopf hat. Schaut euch mal den Kopf an. Der ist richtig komisch, also richtig lustig. Ich probier's einmal. Jedes Visco Girl hat Scrunchies. Ich glaube, jeder von euch kennt ihn. Ich habe sogar einen oben hier. Das sind einfach diese Haarbänder, die so, was ist das, so Stoff überzogen ist, und die sehen dann halt so ursüß aus. Und ja, die braucht man halt auch als Viskogel. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar, ich habe auch so mal gehört, dass es, also wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Hydro Flask habt oder sie nicht bekommt oder so, ist das nicht so schlimm. Ihr könnt auch einen Metallstrohhalm haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt beides. Also wir haben die schon mit Sticker beklebt. Einmal mit solchen süßeren und so Puschen und so. Und falls ihr jetzt nicht versteht, was ein Metallstrohhalm ist, das ist so, und dann nimmt sie das raus und dann baut er sich so zusammen. Weil es war ja der große Trend, Save the Turtles, weil da hat sich so ein Video verbreitet, wo so eine Schildkröte so einen Strohhalm in der Nase hat oder so. Und dann wurden diese Metallstrohhalme erfunden und die kann man einfach überall hin mitnehmen, einen Schlüssel geben und so. Da ist auch so ein kleiner So ein kleiner Reiniger dabei. Also ja. Und der geht dann ganz leicht wieder zusammen. Also genau. Zack, 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 zack. Wir haben das schon geübt zu Hause. Und zwar, das ist mein tolles Ei. Und in dem Ei ist der ganze Schmuck, den man als Visco Girl braucht. Und zwar sind da einmal diese Haargummis, die kennt bestimmt jeder, die waren auch mal in. Und die können jetzt aber auch irgendwie wieder einfach so als Handgelenk dazu. Und zwar braucht man als Visco Girl noch sehr viele Armbänder. Ich habe hier jetzt schon welche gemacht für Armin und mich. Ich kann euch auch dazu gerne mal ein Tutorial zeigen, wie man das macht. Das ist eigentlich sehr, sehr easy. Findet man noch eh auch überall. Und zwar das nächste ist, es ist sehr wichtig, dass ihr eine Shell Necklace habt. Und zwar ist das so eine Kette mit solchen Muscheln drauf. Ganz traditionellerweise hat man eigentlich immer diese Muscheln. Und das ist jetzt so ein Joker, den man da rumherum machen kann. Es gibt aber auch so als lockere Kette und so. Da habe ich dann noch so eine Kette, die hat mir mein Papa mal mitgebracht von irgendwo. Die Arme habt ihr auch mal, aber ich glaube, deine ist kaputt gegangen, oder? Nein, der hat drei Hände zerrissen. Ja, also ist sie kaputt gegangen. Ich habe die ganz gut aufbewahrt und ich habe mir gedacht, ich werde die nie im Leben tragen. Aber jetzt zu dem Trend passt sie eigentlich ziemlich gut dazu. Und in der Kombination mit der Kette sieht das auch sehr gut aus. Ja, dann habe ich sonst hier noch Armbänder und so und bla bla bla. Und das nächste sind Fußbänder. Und da haben wir noch so viele aus Ibiza. Also wir haben wirklich viele noch aus Ibiza. Hier mit einer Turtle zufälligerweise. So in schwarz, in bunt, in weiß, in schwarz, einfach viele mögliche Farben. Und das passt dann super mit dem Birkenstock, weil das tragen die ganzen Visco Girls und das sieht einfach mega cool in der Kombi aus mit den Fußbändern und dann dem Birkenstock und mit dem Longtail. Bombe. Und dann zu guter Letzt braucht man als Visco Girls immer solche Ringe. Die hat man einfach immer auf den Fingern und so. Ich habe da ganz viele schon jetzt. Und die gibt man sich einfach so, um die Finger ein bisschen eleganter zu machen. Ich habe solche komischen Wurstfinger. Meine Nägel sind auch unterschiedlich. Der eine ist viel breiter und ist bei denen auch so. Ich weiß nicht wieso, die eine Hand ist einfach viel breiter und die andere halt nicht. Und mit den Ringen, finde ich, sehen die einfach viel schöner aus. Also da kommen immer zwei bei mir drauf. So. Also ich finde, dass das schön aussieht. Und ja, ich mag das richtig gerne. Der Arend passen die noch nicht so ganz, obwohl ein paar passen hier. Sind die noch zu groß? Ja, der passt sogar. Aber du hast eh schon so klein.
ich bin froh, dass ich noch einen zweiten habe. Sehr gut. Das war's doch schon mit den ganzen Sachen. Ein Problem haben wir aber noch. Jetzt muss nur noch das Wetter schön werden. Ja, jetzt muss nur noch das Wetter mit uns mitspielen. Heute ist das Wetter nicht sehr visko, aber in Paris wird es hoffentlich schöner sein, weil sonst ja, müssen wir als... Wir haben jetzt keinen Visco-Regenschirm, ne? Das Haus ist so ein einsames Haus. Ja, ey. Da, Kühe. Und fällt ein Weißfeld. Okay, Visco hin, Visco her, aber jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Denn wir haben nur ein paar Minuten Zeit, um in Stuttgart umzusteigen. Ich hoffe, wir schaffen das. Echt fertig. Aber ein paar Minuten später geht's uns schon viel besser. Und wir genießen die Zugfahrt. Hey, und das Wetter wird auch immer besser. Schließlich fetzen wir mit über 300 km/h über die Strecke. Geschwindigkeit ist echt ungewöhnlich. Und es scheint, als würde sich die Landschaft verbiegen. Guck dir mal die Wolken an. Jedenfalls müssen wir noch was bei unseren Hydroflask machen. Ja, ich habe auch ein paar, aber ich weiß nicht. Also ich will jetzt nicht alle schon draufkleben, weil vielleicht finden wir in Paris auch noch welche und wir reisen ja noch weiter in der Welt. Ich habe nicht so viele, oder? Ich habe einen hier. Der ist so süß. Der Rollschuh sieht hammer aus. Meinst du es im Ernst, oder? Ich finde auch, dass er cool aussieht. Aber wir kommen jetzt circa in einer Stunde in Paris an, was bedeutet, wir müssen uns jetzt langsam verwandeln. Ja. Weil unsere Flaschen haben wir jetzt schon beklebt. Und ja, sind eigentlich schon fertig. So, aber jetzt zuerst trinken. Noch zuerst trinken. Ich habe davor auch schon die ganze Zeit draus getrunken und nichts passiert. Ich glaube, das sind die Sticker. Ja, stimmt. Visco-Sticker. Das ist ein Visco-Girl. Mit einer Polaroid-Kamera sogar. Wow. Ich habe dieses Special dabei nicht. Das sieht so cool aus. Du auch. Ja, und so sehen wir aus, wenn wir auf Visco getuned sind. Und uns in die Visco-Schale werfen.
so angezogen, wie wir euch gesagt haben. Die Ringe sind da, die ganzen Armbänder, Scrunchies, da oben ist auch ein Scrunchie. Die Frisuren, es gibt viele verschiedene Visco Girl Frisuren, aber die finden wir am süßesten. Mit dem Birkenstock und den Fußbändern. So, Arwen, und wir sind jetzt dann bald da. Ich würde nur sagen, Paris willkommen. Ja, Paris willkommen. Jetzt dauert es wirklich nur noch ein paar Minuten und ich bin ganz schön aufgeregt. Man sieht's mir nicht an. Das Haus ist cool. Und dann sind wir am Bahnhof und unsere Reise ist erstmal zu Ende. Tante Iris ist. Hallo. Hallo. Gut, Familienmitglieder zu treffen, die man nicht jeden Tag sieht. Das hier ist meine Tante Iris und meine Cousine Antonia, auch genannt Toni. Dürfen wir bei euch wohnen? Oh. Ja, okay. Ja. Ja, sehr gut. Wo hätten wir eigentlich sonst gewohnt, wenn wir hier nicht wohnen dürfen? Unterm Eiffeltower. Ja, wäre schon gegangen. Aber jetzt stürzen wir uns gleich mal ins wunderschöne Visco Paris. Oh, Paris hier ist so schön. Es ist so viel Platz hier. Die Häuser sind so wunderschön. Das Wetter spielt heute perfekt mit. Und wir machen uns jetzt auf die Reise durch Paris als Visco Girl. Auch schon gleich mal zur wichtigsten Sache. Was ist das? Was wollen wir anschauen? Le Tour d'Eiffel. Besser bekannt als Eiffelturm. Jetzt gleich. Ich hab ihn gesehen. Gut, wir können wieder nach Hause. Wow. Nicht, aber oh ja, vielleicht, ich weiß nicht, das sieht alles so klein aus. Ja, das ist aber bunt, da sind Menschen. Ja, man kann bis ganz oben fahren mit dem Lift. Das machen wir Fotos, oder? Ja. Das ist ja schön. Nee, mach du schon, ich muss meine Kamera. Zeig mal hereins. Meins ist noch weiß. Meins wird schon, schon. Wow. Es dauert immer ein bisschen. Inzwischen gehen wir etwas näher hin. Und der Eiffelturm wird immer und immer größer. Wir müssen noch ein paar Fotos machen. Ich hab die Augen zu gehabt. Das Foto ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ziemlich gut sogar.
find's gut. Soll ich von dir jetzt auch was machen? Ja. So? Was ist so? Wie geht's denn mit dieser Linie? Wo bist du denn? Ach, die süße Abe mit ihrem Posing. Mal schauen, ich hoffe, das wird was. Auf jeden Fall wird es dann etwas langweilig. Natürlich wollen wir an die Spitze des Turms. Aber dafür braucht man echt Geduld. Menschenschlangen, wohin man schaut. Eine halbe Stunde später stehen wir schon in einer anderen Schlange. Und zwar schaut mal, wie lang die ist. Und die wollen alle nur mit diesem kleinen Lift einmal dann nach oben fahren und dann wieder runterfahren. Und wir verplempern eigentlich unsere ganze Zeit hier in Paris. Aber schau mal, wie viele Schrauben und wie viel Eisen das ist. Wie viel glaubst du ist das? Das muss über eine Milliarde Schrauben sein. Wie lange haben wir gebraucht? Milliarden nicht. Doch. Über Milliarden. Unendlich. Ein französischer Zuckerdonut. Der ist urlecker. Hilft bei unserem Frust nur wenig. Das war der Zucker. Ja? Leute, ihr wisst ja, wir sind hier als Visco Girls. Und Visco Girls sind echt nicht dumm. Wir stehen jetzt hier schon seit über einer Stunde, glaube ich. Nur um einmal da kurz raufzugehen und wieder runter. Ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wie es da ausschaut. Ich meine, es ist wirklich wunderschön. Aber es ist heute wirklich heiß. Und dann auch noch über Bienen. Wir sind nicht besonders lange in Paris, von daher würde ich sagen, aber komm, wir gehen woanders hin, oder? Ja, komm. Sollen auch die anderen stehen? Wir Viscos gehen. So viel Zeit, nur damit wir einmal oben und dann schauen wir einmal Paris an. Außerdem waren wir in Shanghai so hoch auch. Ja, waren noch wir auch oder? Ja, schon, wir haben hier eine Spur höher. Aber vielleicht können wir noch was anderes. Wir haben noch was viel Besseres vor. So, schön. Eine kleine Rundfahrt mit einem Tuk-Tuk. Tolle Sachen. Hier den Triumphbogen. Von dort geht es gleich weiter in die wahrscheinlich berühmteste Straße von Paris. Also aber hier ist die Champs-Élysées und da sind die luxuriösesten Geschäfte, aber für uns leider zu teuer. Und ich glaube, das ist auch nichts in unserem Geschmack, also von daher verpassen wir auf jeden Fall nichts, aber es ist trotzdem wunderschön. Aber die Palais und die Gebäude hier sind einfach der Wahnsinn. Erst die Brücken.
da ist der Louvre drin. Der Louvre ist ein Museum. Er hat gerade vorher gesagt, in diesem Hotel kostet eine Nacht 25.000 Euro. Eine Nacht. Das ist krank. Aber mit Frühstück. Das wird wahrscheinlich dann sehr viel geben zum Frühstück. Ja, keine Ahnung. Aber ich würde es unnötig finden, nach Paris zu reisen und dann 25.000 Euro auszugeben für ein Hotel in einer, für eine Nacht. Nee, würde ich nicht so machen. Errichtet hat. Cool, oder? Wow, cool. Das war sie von einer Netflix-Serie. Jedenfalls ist unser Tuk-Tuk-Trip hier aus. Wir haben echt ganz schön viele Eindrücke gehabt und brauchen erstmal eine Pause. Dann haben wir das. Dann haben wir jetzt das hier gesehen. Mhm. Ludwig der 14. gemacht hat. Das ist ja eigentlich ein Krankenhaus. Aber ich frage mich nur, glaubst du, gehen da wirklich heute rein? Und dann passiert mir das hier. Stop.